aus Hamburg. Es ist Sonntag und es ist Rest Day. Aber ich muss ordentlich arbeiten und ich werde erst wieder um 17 Uhr frühstücken können, wieder was essen können. Es ist jetzt 8:30 und das gibt's jetzt. Ich habe mal Pancakes gezaubert, Zimt-Flavor, mein üblicher Bowl und die Syrup, Himbeer und Maple. Und die Pancakes, die sehen richtig schön fluffy aus. Tipp von BlueEyes20 bei Instagram checken. Guter Mann. Geile Pancakes. Was es da nachher noch gibt, wahrscheinlich werden es nur zwei Mahlzeiten heute. Und das funktioniert super. Gerade zum Sattwerden und für leckeres Essen. Moin Moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Episode meiner Reverse Dieting Series. Und ich sag mal Mahlzeit, denn es gibt heute ein Quick Meal und ich zeige euch mal kurz, was das ist. Es ist nämlich Montag. Ich habe heute richtig viele Termine. Ne? Every personal trainer's personal favorite day, quietsch. Ich habe hier Bratkartoffeln. Die waren schon so im Convenience-Regal vorbereitet. Musste ich nur kurz anbraten. Prinzessinnenbohnen. Entschuldigt meine Wortwahl. Ich habe halt schon um 16 Uhr schon so viele Termine durch. Kann gar nicht mehr reden. Das Brot hier, meine Burger, kennt ihr ja, mache ich ja gerne. Das ist Tandoori-Brot. Das ist so indisches Brot mit so feinen Kräutern. Sieht man hier vielleicht so richtig nice. Das Fleisch musste auch schnell gehen. Das ist vegan. Das ist eher aus Milch. Schmeckt für mich immer so ein bisschen nach Chicken von der Firma Valais, glaube ich. Könnt ihr mal ausprobieren. Hat so gut wie kein Fett, eigentlich nur Eiweiß, ein paar Carbs und mein Kräuterquark und der Reduced Sugar Curry Ketchup. Low Calorie. That's it. Und dazu, ich muss hier mal kurz gucken, hier rangezoomt, seht ihr schon, Netflix ist schon offen. Watch ich mal noch eine Folge Narcos, jetzt zoomt er von alleine raus, auch nicht schlecht. Geile Serie bis jetzt, mit den Untertiteln ist das ein bisschen nervig. Weiß nicht, wie ihr das findet, ich find's nervig. Okay, darum soll es nicht gehen, es geht um die Reverse Diet. Ich werde heute meine Kalorien wieder hochfahren auf 2250, auf 275 Gramm Carbs. Das ist die große Änderung diese Woche oder kleinere Änderung. Und dann sehen wir, was mit meinem Gewicht passiert. Bin jetzt, heute war ich bei 77, Tag davor 76,2. Wettkampfgewicht war 75. Das sind die Daten. Und jetzt erstmal essen und vielleicht gibt es heute Abend noch ein Special Meal. Willkommen beim neuen Trainingsplan. Wie auch Jascha fahre ich jetzt einen Schulter- und Armtag und ich dachte, das filme ich mal für euch ab, weil das gab es ja noch nicht so oft zu sehen. Ich bleibe trotzdem bei der Overhead Press als Start-Movement, bleibe allerdings auch im Fünferbereich. Mache jetzt nicht 5x5, sondern 4x5, weil dann für die Schulter noch relativ viel Volumen kommt. Und bin so ein bisschen wieder am Akklimatisieren mit der Übung. Ich habe sie die letzten zwei Wochen dann vom Wettkampf nicht mehr ausgeführt, weil die einfach fürs zentrale Nervensystem schon hammerhart ist. Und habe aber meine 4x5 hier gut absolviert. Der Rumpf ist relativ fix geblieben. Man muss wieder so ein bisschen in die Bewegung reinkommen. Hat sich ein bisschen fremd wieder angefühlt. Aber da bleibe ich dran, da will ich viel, viel stärker werden. Jetzt im Reverse Dieting und dann im folgenden Aufbau. Dann habe ich mal ganz was anderes gemacht, was jetzt seitlich und hintere Schulter angeht. Nämlich liegenderweise seitlich. Kann ich jedem empfehlen, der eine hypertonische Nackenmuskulatur hat. Das heißt, der eigentlich immer eher alles aus dem Nacken zieht.
gerade beim Seitheben, das kann man hier nämlich gar nicht, weil dieser Hebel das nicht zulässt, wie ihr seht, meine Nackenmuskulatur kann da nicht viel helfen, bis minimal eigentlich nur. Und ihr seht, ich habe da jetzt gerade mal, ich glaube 6 Kilo waren es, das hat gebrannt wie Hölle. Ja, muss auch den Rumpf schön stabilisieren. Ich habe mir da so ein paar Hantelscheiben drunter gelegt, seitlich. Hätte sogar noch eine mehr sein können. Und die hat richtig fies gebrannt. Denkt auch hier mal dran, wie beim klassischen Seitheben. Die Bewegung wird über den Ellbogen geführt. Und ich würde auch noch empfehlen, den Daumen oben rauszunehmen, damit die Unterarmmuskulatur nicht mithelfen kann. Und dann ist sozusagen der mittlere Delta richtig am Feuern, wie man sieht bei mir. Davon 3 Sätze, klassischerweise 8 bis 10 Wiederholungen, also wirklich ein Volumentraining. Und dann habe ich das Ganze auch für die hintere Schulter gemacht. Da seht ihr, habe ich jetzt die Handfläche nach außen rotiert, auch den Daumen raus und jetzt einfach das Ganze nach vorne verlagert. Das ist jetzt noch mehr Arbeit auch für den Rumpf. Ihr seht, ich wackel da so ein bisschen hin und her, das heißt Bauch fest, Gesäß fest. Ja, ist gleich ein relativ starkes Core-Training. Und dann wirklich nur den Ellbogen bis zum Schulterdach hochziehen, nicht weiter. Gerade in der Variante ist da die Spannung dann weg. Sieht man jetzt hier, glaube ich, auch nochmal ganz gut. Ellbogen ist leicht angewinkelt, Brust ist schön stolz, Schulterblätter hinten zusammengezogen und dann wirklich über den Ellbogen nach hinten raus und auf dem Rückweg immer schön ein bisschen Restspannung lassen. Gar nicht. Ja, ihr seht, ich wandere mit dem Daumen in dem Falle gerade mal bis zum Schulterdach und dann wieder feste rein. Es ist dauerhaft Spannung auf dem hinteren Schultermuskel. Auch die Übung habe ich 3x10 Wiederholungen lang absolviert und danach war meine Schulter wirklich... Also ich habe sofort gemerkt, das wird ein richtig überschwelliger Reiz. Das Voice-Over nehme ich jetzt quasi direkt 2 Stunden später auf. Also ich kann auch nicht sagen, ob das jetzt ein... Muskelkater gegeben hat, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann kam das Armtraining, das habe ich so gestaltet, 2 Übungen, jeweils für die Muskelpartie, eine schwere, eine eher für den Pump. Das klassische Langhantelrudern habe ich für den Bizeps gemacht, 4x8 Wiederholungen und ja, damit 40 Kilo gearbeitet. Das reicht mir völlig aus, um da richtig fies reinzuarbeiten. Und ihr seht am Ende, ich schwinge schon minimal ein bisschen mit, tipp dabei, Schulterblätter immer hinten schön festlassen, Bauchgesäß ist fest. Auch der Bizeps-Curl mit der Langhantel ist eigentlich schon auch eine Core-Übung, wenn man nicht nach vorne kippt. Dann, was ich jetzt nicht drin hatte, was ich vergessen habe zu filmen, war das enge Bankdrücken. Habe ich auch 4 Sätze, 8 Wiederholungen gemacht. Und dann wieder zu einer Bizepsübung übergegangen, die wir jetzt sehen, nämlich die Bizeps Curls auf der Schrägbank. Und das Spezielle daran, was man jetzt nicht so ganz sieht, ich habe leider mein Stativ nicht mitgehabt, muss es immer mich irgendwie so arrangieren, dass ich die Arme seitlich abbringe. Ja? Also nicht nur diesen typischen Curl, sondern auch seitlich. Und da habe ich tatsächlich mit gerade mal 5 Kilo gearbeitet, wollte aber auch wirklich 20 Wiederholungen machen. Wirklich für den Pump, den Muskel voll machen, schöne Mind-Muscle-Connection. Und da habe ich 2 Sätze mit 20 geschafft. Ja, der Homie ist am Mirren. Und im 3. Satz habe ich tatsächlich noch 13 geschafft. Da war der Pump einfach zu extrem. Da habe ich noch Triceps-Pushdowns gemacht, fällt mir jetzt gerade mal auf, die Trizepsübungen habe ich gar nicht gefilmt, aber egal. Und zu guter Letzt, auch ein Tipp kann ich jedem mal empfehlen, wenn ihr so ein Voltgear-Band oder so ein Band habt, habe ich nochmal 2 Sätze mit dem gearbeitet und wirklich nur zum Auspumpen. Ja? Also bestimmt, weiß ich gar nicht, ich habe die Wiederholung nicht gezählt, bis der Muskel versagt hat einfach. Den Muskel einfach durchbluten und dann voll gemacht. Gut, war ein ganz anderes Workout. Ich hoffe, das hat euch mal gefallen, was anderes zu sehen. Und dann seht ihr gleich wieder, was ich so noch in der Reverse Diet esse. Und dann, ja, viel Spaß dabei. Back im Chemielabor. Wie ihr gerade gesehen habt, komme ich gerade aus dem Schulter-Arm-Training. Genau wie Tapia kann ich nur sagen, einfach mal
erfrischend, wieder was anderes zu machen. Einfach für den Kopf. War richtig, richtig gutes Training. Super Pump gehabt. Die Muskeln waren voll, haben sich gut angefühlt. Einfach top. Werde ich erstmal so weiterführen bis zum Urlaub in 2,5 Wochen. Mal gucken, wie ich das im Urlaub halte. Da werde ich wahrscheinlich wieder auf Push-Pull-Beine umswitchen, damit ich mal ein paar mehr Off-Days machen kann oder will. War noch kurz einkaufen. Und da das ja hier ums Reverse-Dieting geht, zeige ich euch mal kurz, was ich jetzt gekauft habe. Das heißt, bei mir geht es jetzt in den nächsten Wochen darum, was die Lebensmittel angeht, dass sie schnell zubereitet sind und gut schmecken. Gerade nach so einer Wettkampfdiät. Ich habe ja immer gegessen, was mir schmeckt, aber jetzt muss es halt noch mehr schmecken. Ja, ich zeige euch das mal kurz. Ich war kurz bei Netto. Magerquark brauchte ich, weil ich mir gleich Pancakes mache. Und dann habe ich mir mal ausnahmsweise mal Gyros geholt. Schon fertig. Steht zwar drauf, ohne Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe. Ist jetzt aber nichts, was ich jetzt dauerhaft jedem empfehlen würde. Ne? Ist halt doch schon gut verarbeitet etc. Fleisch in Scheiben. Aber hab Bock auf Gyros. Vielleicht mache ich mir heute so einen Döner. Und Rösti habe ich gefunden. Mit Bacon. Schon fertig. Und die Makros sind eigentlich ganz geil. Sind 400 Gramm. 4 Stück drin. Und gucken, ob ich das wieder reinkriege. Müsstet ihr sehen. 3,4 Gramm Fett. 14,9 Carbs. Und 2 Eiweiß. Salz natürlich high. Aber wenn man davon einmal von macht. Ich werde euch mal berichten, ob die schmecken von der Firma Grocholl. Keine Ahnung. Ist halt auch wieder ein Produkt, was schnell gemacht ist. Ich habe halt jetzt bis zum Urlaub extrem viele PTs, Termine, damit ich mir es leisten kann, auch 2, 3 Wochen nicht zu machen. Also das ist halt das Los eines Selbstständigen, muss man halt immer wissen. Man muss halt entweder ordentlich vorarbeiten oder im Urlaub immer noch was tun. Und ich will im Urlaub eigentlich nichts tun, außer meine Online-Coachings machen. Und das kann ich halt so mir einteilen, dass ich es halt jeden Tag Stunde, anderthalb mache. Stehe ich halt morgens mal früher auf oder nachmittags am Pool. Ist ja easy. Also das mache ich ja auch gerne. Ja, die PTs mache ich auch gerne, aber ich muss jetzt halt gucken, dass ich mir finanziell so ein kleines Polster bau, damit ich diese 3 Wochen, wo das Income-Level deutlich sinkt, ja, das abfedern kann. Ja. Deswegen muss es schnell gehen und ihr seht gleich, was ich heute noch so esse. Alright, die Pancakes sind fertig und ich habe mir gedacht, damit ich natürlich meine Micros abdecke, kommen da ein paar Bananen zu. Ich habe 3 große Pancakes daraus gemacht. Sind so 750 Calories. Nur die Pancakes. Und jetzt zeige ich mal, wie ich das anrichte. Bananen habe ich hier in kleine Scheiben geschnitten. Das ist der erste Pancake. Leg die dann da rum. Bisschen Maple Syrup drüber. Und das mache ich jetzt quasi. Ich stelle euch mal ab hier. Das mache ich jetzt quasi schichtenweise, das heißt, der zweite Pancake, schön fluffig, mit Zimtway, also Zimtnote, den lege ich wieder darüber und lege wieder Bananen an den Rand und nehme wieder mein Syrup wieder rüber. Und der letzte ist so ein bisschen kleiner geworden. Das sind halt die Reste. Den lege ich oben drüber. Und da kommen dann die restlichen Bananen drauf. Als Topping. Wie gesagt, ich bin nicht der Food Porn Spezialist. Und weg damit. Aber ihr seht mich gar nicht. Here I am. Und da kommt natürlich noch mal ein bisschen Syrup drüber. Also wenn ich in Amerika bin,
Bei Danny's liebe ich die Hardy Wheat Pancakes. Und da habe ich immer das Warden Farms, die Warden Farm Sirup dabei. Ich ertränke das immer. Ich stehe total auf so matschige Pampe. Habt ihr ja vielleicht im letzten Cheat Day Video gesehen, wo wir Pancakes essen waren. So, auf sowas stehe ich. Ich zeige euch mal, wie der ganze Stack aussieht. So sieht er aus. Von der Seite. Schön Banana Zimt Pancakes. Wenn ihr Bock auf Rezept habt, schreibt es mal in die Comments. Dann nehme ich nochmal ein Video dazu auf. Das wird jetzt als Frühstück gegessen. Bin noch gefastet nach dem Training, weil ich gestern Abend spät noch Beintraining gemacht habe und erst um 10 Uhr gegessen habe. Also der Magen war noch voll. Und dann gucke ich mal, was ich dann zu tun habe. Arbeiten am Schreibtisch und dann habe ich wahrscheinlich schon wieder Hunger.